Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, war ja nett mit dem Reh gerade. So, letztes Wochenende war Muttertag, dieses Wochenende Pfingsten. Wir haben es jetzt Pfingstsonntag. Ich nehme euch dann heute mal wieder mit auf eine meiner drei Lieblingsrunden. Diesmal geht's ja so leicht ins Münsterland rein, Richtung Regen, und denke mal dann auch über einen Truppenübungsplatz, über einen ehemaligen. Ja, wenn ihr Lust habt, bleibt ihr dran und kommt mit. Ich bin zu Hause losgefahren, durch ein kleines Waldstück durch, am Bikertreff vorbei, und jetzt geht es Richtung Kanal. Kanal und Lippe einmal überqueren und dann geht's in die Hohe Mark. Ja, jetzt geht es hier die Rampe hoch auf die Kanalbrücke. Kleines bisschen Straße fahren, kommt man hier irgendwie auch nicht drum herum. Aber wenn es einen abgesetzten Radweg gibt und so wie hier nicht allzu viel los ist, ist das ja auch kein Problem. So, dann geht es hier über den Kanal. Ihr seht, Wetter ist heute nicht allzu doll. Ich habe aber auch kein Regenzeug mit. Also müssen wir mal hoffen, dass ich trocken bleibe. Ansonsten, mein Gott. Aber auch hier ist der Radweg gar nicht so toll, merke ich gerade. Zum einhändig fahren. Ja, hier links ist ein Lost Place, die schlanke Auguste, ehemalige Bergwerksanlage der Auguste Victoria. So, und dann hier einmal über die Lippe. Aber für uns geht es jetzt hier erstmal geradeaus so ein Stückchen, noch einen Kilometer oder so. Und dann geht es über die Felder. Ja, und jetzt habe ich es langsam geschafft. Bin raus. Ich bin raus aus dem Verkehr, wollte ich gerade sagen, kommt mir hier auf dem Feldweg ein Auto entgegen. Naja, eigentlich ist hier aber sehr wenig los. Hier fahre ich immer ganz gerne her. Jetzt geht es Richtung Tannenberg zu
zu der kleinen Kapelle. Ja, die kleine Kapelle muss ich euch jetzt leider schuldig bleiben. Da war nämlich jetzt gerade irgendwie, ich weiß nicht, ob da eine kleine Messe ist oder so. Da war auf jeden Fall einiges an Leuten da. Die wollte ich dann natürlich nicht mit der Kamera stören. So, dann geht es da vorne gleich links, dann überqueren wir die Granatstraße und dann geht es in den Wald rein. Mein Gott, schon wieder wild gesehen. Diesmal waren es zwei Wildhasen, ja, keine Kaninchen, sondern wirklich lange Löffel. Jetzt sind wir aus dem Wald wieder raus, könnte man meinen, ist aber nicht so. Wir sind nur am Waldrand. Jetzt geht es dann vorbei an der Waldschenke, wieder direkt rein in den Wald. Und dann geht es Richtung Regen, bergab. Naja, schauen wir mal. Ja, hinter mir ist die Waldschenke hier zu sehen. Hier kann man auch gut parken, Wanderparkplatz hier. Von hier aus kann man jede Menge durch die Hohe Mark wandern. Da gibt es dann auch die Karte, also da gibt es dann doch einiges an Wanderwegen hier. So, für mich geht es jetzt da weiter in den Wald Richtung Regen. Ja, da vorne an der Schranke geht es dann jetzt gleich in den Wald rein Richtung Napoleonsweg. Da ist ein relativ grober Schotterweg, deswegen ein bisschen rappelig. Zumindest das erste Stück bis zum Napoleonsweg. Obwohl eigentlich die ganze Zeit hier im Wald. Ja, auf dem Napoleonsweg sind wir jetzt angekommen. Wir fahren jetzt gerade hier an der Seventelgen-Buche vorbei. Ist jetzt nicht mehr die Originalbuche. Und zwar erzählt man sich, dass Napoleon unter dieser Buche auf seinem Weg nach, ich meine Hamburg war es, Rast gemacht hat. Und seine Späher haben 7 feindliche Soldaten, denke ich mal, oder 7 Leute auf jeden Fall gefunden, die dann an dieser Buche aufgeknüpft, also aufgehängt wurden. Und daher der Name Seventelgen-Buche. Und ich denke mal, das wird auch der Grund, warum das hier der Grund sein, warum das hier der Napoleonsweg ist. Ja, hier geht's ein kleines Stückchen bergauf. Und dann geht es gleich wieder nach links Richtung Regen, ordentlich den Berg runter. Gucken, weiß ich nicht, ob ich da bergab filmen kann oder ob ich beide Hände am Lenker brauche. Ich denke, ich brauche beide Hände am Lenker. Schauen wir gleich mal. Ja, da vorne rechts seht ihr das Wegekreuz. Und hier geht es dann jetzt links Richtung Regen. Richtung Kleinregen und Regen.
Mann. Ja, also hier ist es schon ganz schön hubbelig und genauso hubbelig geht es da vorne auch bergab. Deswegen lege ich die Kamera jetzt weg. So, den Wald lassen wir an der Stelle hinter uns. Und jetzt geht es erstmal wieder über freies Feld. Wenn man hier ganz geradeaus durchfährt, kommt man Richtung Bahnhof Regen. Wir biegen aber vorher rechts ab. Ich will ein bisschen die andere Strecke fahren. Aber so ein bisschen kommt doch noch die Sonne durch. Finde ich gut. So, und da vorne kommen wir dann gleich wieder an der Granatstraße raus, die wir vorhin da hinten kurz hinterm Tannenberg überquert haben. Und dann geht es aber erst noch mal wieder nach links, weiter Richtung Regen. Ja, die ganze Zeit irgendwie Richtung Regen. Und dann, bevor es dann heute mal ausnahmsweise mal nach rechts geht, nein, jetzt geht es noch ein paar Mal mehr rechts, aber und dann am Fußballplatz vorbei. So, und jetzt geht es hier erstmal den Berg hoch. Richtung Fußballplatz, beziehungsweise um den Fußballplatz herum. Richtung Fußballplatz wäre da eigentlich links gewesen. Aber da kommen wir gleich noch dran vorbei. Jetzt kommen wir hier beim VfL Regen vorbei, am Fußballplatz. So, jetzt will ich nicht unbedingt Werbung für Iglo machen, aber wir fahren jetzt hier, da der weiße Kasten links ist das Iglo-Werk, und wir fahren jetzt hier durch die Iglo-Felder. Hier kommt unter anderem auch euer Blubspinat her. Aber vorne wird schon gewässert. Obwohl ja eigentlich hier doch ganz gut Regen eigentlich runtergekommen ist. Aber nun gut, der Bauer wird schon wissen, was er tut. Ja, jetzt bin ich hier gleich am
Truppenübungsplatz. Da darf man rüberfahren auf einer bestimmten Strecke. Darf man da auch nicht abbiegen oder sonst wie. Ich zeige euch das mal auf der Karte. So, da die dicke rote Linie ist die Strecke, wo man mit dem Rad rüberfahren kann. Und dann kommt man in Lavesum oder kurz vor Lavesum wieder raus. Und dann kann man, da wo man rauskommt, kann man auch ganz gut auf dem Bauernhof essen. Aber das habe ich heute nicht vor. Ich habe jetzt hier gerade was getrunken und jetzt geht es wieder aufs Rad. Ja, auch das Navi sagt Restricted Area voraus. Naja, so ganz so restricted ist er ja nicht mehr. Ja, und überall sind noch wirklich Schranken angebracht und Barrieren. Ja, und die sind so angebracht, beziehungsweise gebaut, dass auch, da brauchst du nicht sagen, ja, habe ich nicht gesehen. Nee, also die sind schon so gebaut, dass du da eigentlich gar nicht dran vorbeikommst. Und wenn du dran vorbei willst, dann merkst du auch, dass du dran vorbeigehst. Also, ja, ich denke mal, also ich weiß, dass hier auch ziemlich viel Naturschutz betrieben wird, beziehungsweise das Gelände liegt jetzt schon, ich weiß jetzt nicht wie lange, auf jeden Fall seit, ich meine, Jahrzehnten, also auf jeden Fall schon weit über 10 Jahre. Und liegt das hier brach und es ist ja großes Waldgebiet. Ist ja immer offen gewesen, also war ja nie wirklich eingezäunt, sondern immer nur diese Schilder betreten verboten. Ansonsten war es fürs Wild immer offen. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn hier 20 Jahre oder 10 Jahre so gut wie nie ein Mensch durchkommt, nur mal ein Förster oder sonst wie, also auch keine Bundeswehr mehr großartig, was sich dann hier an Tieren ansiedelt. Und naja, ob jetzt hier wirklich nur wegen verschossener Munition, die hier noch rumliegen könnte, diese Schilder stehen, oder wirklich um das Natur, um die Natur zu schützen. Das Bild zu schützen, das meinte ich. Kann ich nicht beurteilen. Und muss ich jetzt auch nicht unbedingt ausprobieren und hier rüberlaufen. Ich finde es ja schon gut, dass man hier den Hauptweg freigegeben hat für den öffentlichen Verkehr oder Fuß- und Radverkehr. Also an den Schildern steht auch, man soll hier nach Möglichkeit keine große Rast machen und sich hier also in dem Sinne nicht aufhalten, sondern nur durchbewegen, um das Wild nicht zu schützen. Ja, jetzt geht es hier über den Erdbeerberg. Also gleich geht es einmal ganz schön nach oben und dann auch ziemlich steil wieder runter. Ich sag mal so 50 km/h steil runter. Denke mal, da werde ich dann die Kamera auch wieder aus der Hand legen müssen. So, schauen wir doch mal, was da steht. Ach nee, da steht keine Prozentangabe dran, da steht einfach nur Steigung.
Wie viel Prozent willst du haben? Alle. So, ich weiß nicht, wie gut man es erkennt, aber da vorne hat einer die Straße hochgeklappt. Und dann geht's bergauf. So, jetzt sind wir gleich am höchsten Punkt angekommen. Aber da vorne geht's schon wieder runter. So spektakulär ist es nicht. Also man sieht hier jetzt nicht noch irgendwelche Bundeswehr-Hinterlassenschaften oder so. Also wer deswegen hier rüberfahren will, der wird enttäuscht sein. So, und jetzt geht's hier bergab. Also eigentlich Autos dürften hier so nicht lang fahren, wenn da nur Forstbetrieb oder so. Aber ich muss hier gut bremsen. Ich lege die Kamera mal weg. Ja, und da vorne ist schon wieder Ende. Kommen wir schon wieder runter vom Truppenübungsplatz. Ja, normalerweise sind hier auch immer viele Rennrad- bzw. Gravelrad-Fahrer unterwegs, die hier an dem Berg oder an dem Hügel ganz gerne trainieren. Kann ich aber auch verstehen. Aber heute ist irgendwie nicht so viel los. Oder ich bin noch sehr früh unterwegs. Das kann auch sein. Lavesum, da ist man schnell durch. Dauert eine Minute oder so. Ist ja nichts Großes. Jetzt fahren wir am Tannenhäuschen vorbei. Und wieder über die Felder. Zurück nach Haltern. Einmal die Autobahn überqueren. Und da vorne kommt dann schon das Ortseingangsschild von Haltern. Ja, jetzt sind wir hier in Haltern am See. Und wer Lust hat, die Tour nachzufahren, der kann am Bahnhof parken oder mit dem Zug nach Haltern fahren. Das bietet sich auch an und die Tour von da aus losfahren. Am Baumarkt kommt man dann hier auf so einen kleinen Radweg oder Rad- und Fußweg. Und dann geht es gleich auf eine etwas breitere Fahrradtrasse. Ja, jetzt sind wir hier auf der breiten Radtrasse. Ich meine, das wäre auch die ehemalige Radtrasse oder Bahntrasse nach Wesel. Oh, hier kann man ganz schön fahren. Ja, hier auf der Trasse fahren wir jetzt ein ganzes Stück bis Lippramsdorf. Gleich vorbei am Annaberg. Und dann geht es dann wieder links ab über Kanal und Lippe oder Lippe und Kanal von hier aus gesehen wieder zurück nach Mahl.
Ja, hier ist Pfadfinderheim am Annaberg. Da oben wieder die Autobahn. So, bei Berg Bossendorf haben wir dann einmal die Straßenseite gewechselt. Oder der Radweg wechselte einmal die Straßenseite. Und dann sind wir gleich in Lebramsdorf. So, da oben die Brücke, sage ich jetzt mal so, ist die Straße, die uns über den Kanal gleich führt. Dann müssen wir einmal drunter her und dann machen wir da gleich mal so einen Bogen. Und dann kommen wir da hoch, bevor wir dann Lippe und Kanal überqueren. Ja, ich bin jetzt gleich zu Hause auf den letzten 2-3 Kilometer, ja, 2-3 Kilometer, würde ich mal schätzen. Ja, insgesamt, also bis jetzt stehen 45,8 Kilometer auf dem Tacho. Also je nachdem, wenn man von Altern aus fährt, mit Zuweg, ja, denke mal, wird es auf jeden Fall nicht mehr, also wenn man von Malteraner Bahnhof fährt. Ja, war eine schöne Tour. Hat ja Glück gehabt im Wetter. Manchmal muss man einfach losfahren, auch wenn der Wetterbericht sagt, es gibt Scheiße. Regen. Deshalb, mir hat es gefallen. Ich hoffe, euch auch ein bisschen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich tschüss. Bis zum nächsten Mal.